wenn Löscher 0-4 Niederlage hier in Luzern. Heute ist es ein bisschen schwierig geworden zu finden. Wie hast du den Spielverlauf erlebt und das Spiel? Ja, am Anfang haben wir wieder ein bisschen mehr gehabt. Wir mussten mit einer Idee hierher kommen und haben dann wirklich ein bisschen mehr gehabt. Wir hatten Glück gehabt mit dem Lattenkopfball. Nach einer Hand herum müsste mehr eigentlich sein, noch machen und dann könnte es wieder ein bisschen anders laufen. Es ist dann wiederum nicht so rausgekommen und ja, im Moment ist es wirklich schwierig Wort zu finden. Was hast du als Schlüsselszenen empfunden im heutigen Match? Ja, sicher das Verschulden durch mich, der Penalty, wo eigentlich nach meiner Sicht kein Penalty ist. Er macht es clever. Ja, danach haben wir dort einen sehr Aufschwung bekommen und wir sind wieder ein bisschen ins alte Fahrwasser gekommen. Das Programm wird nicht einfacher. Nächste Woche wartet der FCZ. Wie kommt man wieder zu Erfolgserlebnis? Ja, wir arbeiten Woche vor Woche daran, dass wir aus dieser Negativspirale rauskommen und den Erfolg hinbringen. Aber ja, wir schauen Spiel für Spiel und es gibt für uns sowieso nie einen einfachen Mann. Danke vielmals, viel Erfolg. Wir diskutieren die heißesten Themen des Schweizer Fußballs mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf TLM1. Herzlich willkommen, liebe Mitenschaffende, Sie, werte Gäste und TV-Bildschirmen im Stadion. Und natürlich die beiden Trainer, Sven Köster und Markus Babbel. Ich möchte das Wort gleich unserem Gast geben, Sven Köster. Ihr Kommentar zum Spiel. Merci. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel am FC Luzern gesehen, wo die klar bessere Mannschaft war. Wo wir gewusst haben, dass sie sehr dynamisch werden starten, auf das Eisen raus. Dass wir das Spiel schiessen können. Wir haben dann die erste Angriffswelle ohne Gegengol überstanden. Wir haben unsere Nadelstiche setzen in der ersten Halbzeit mit zwei Aktionen. Und wir haben gut gehalten, aber leider nicht mit bis zum Schluss abschließen. Dann kommt das 1-0, der Penalty. Also mit Ballverlust und in der Pause haben wir davon geredet, dass wir mal kompakt auftreten, dass wir unsere Chancen schauen wollen. Und mit dem 2-0 haben wir in der Phase nicht mehr bekommen, was natürlich sehr schwierig ist für die Mannschaft. Und es war echt ein Knackpunkt über das ganze Spiel, das 2-0. Und wir haben gemerkt, dass es unheimlich schwierig wird und die Mannschaft nicht mehr aufgeben kann. Gratuliere zum Sieg auf FC Luzern. Besten Dank. Markus, herzliche Gratulation zum ersten Halbsieg. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ähnlich. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben sofort das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, Druck auszuüben, uns Torchancen zu kreieren. Leider konnten wir sie da noch nicht verwandeln. Es waren doch ein, zwei Hochkarätige dabei, wo wir nicht das Fortune hatten, dann das Tor eben auch zu machen. Und so ab der 30. haben wir da ein bisschen den Faden verloren, zwei ja, individuelle Fehler, Fehlpässe im Mittelfeld, haben wir dann Aro eingeladen zum Kontern, wo wir das Göttchen Glück hatten, dass wir nicht in den Rückstand geraten, hatten dann das Glück, eben dann kurz vor heute immer noch 11 Meter zu bekommen, wo wir das 1-0 machen konnten. Und wie die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht nur, weil wir dort 3 Tore erzielen konnten, sondern die Art und Weise, wie sie da aufgetreten ist, mit Geduld, aber trotzdem einer Zielstrebigkeit, immer wieder zu lauern, auf die Chancen zu warten, die sich dann ergeben, weil es war klar, Aarau wird irgendwann auch versuchen, etwas mehr für die Offensive zu tun. Und die Mannschaft hat das sehr, sehr gut umgesetzt, hat eigentlich keine Torchance in der zweiten Halbzeit mehr zugelassen und darüber hinaus immer wieder es geschafft, gefährlich vor das Tor zu kommen. Und hat sich Gott sei Dank das erste Mal richtig belohnt. Das freut mich natürlich auch für alle Fans im Stadion, die uns die Treue gehalten haben, auch wenn die Resultate gerade zu Hause eben nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir heute doch den ersten Heimsieg feiern konnten. Das freut mich für alle Luzern-Fans, freut mich für die Mannschaft, dass sie sich für den Aufwand betrieben hat. Und wichtig wird es jetzt eben sein, nicht zu meinen, dass jetzt Schluss ist, sondern dass wir jetzt den Fuß auf dem Gaspedal halten, dass wir jetzt nicht nachlässig werden, sondern eben mit nächste Woche schon wieder ein Gegner, der auf Augenhöhe